Und damit herzlich willkommen zurück zu Puffy's Gaming und mit der Erde Schatten des Krieges. Ja, letztes Mal haben wir quasi unsere Story angefangen und jetzt sind wir dabei, die Elbenwut zu entfesseln. Als Sauron seinen Verrat entflüchte, erhob ich die ist größtenteils einfach bloß erstmal durchschnitzen. Damit nicht eigentlich brauchen, diese scheiß Wut rauszukriegen, ey. Also langsam müsste das doch schon bald mal reichen hier. Wie weit sind wir denn? Naja, ist doch gleich voll. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Okay. Vertraue ich drauf, ne? Nicht, dass er mir auch aus dem Finger rutscht und bei ihm auf dem Finger rutscht. Bleibt vorerst verloren. Genau. Das würde ich ganz gern. Okay. Man kann quasi auch den Charakter sozusagen. Doch den Palantir können wir schützen. Aber dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Das hatten wir schon, okay. Juwelen sind quasi Buffs. Die wir einsetzen können in die Waffen. Ah, okay. Gut. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also das ist quasi dieses Tor, was man öffnet, wenn man alle Idril-Zeichen gesammelt hat. Aragor. Okay. War natürlich jetzt doof. So. Oh, wir nehmen die Kleber. Okay.
Will man wieder mal seinen Hund von alleine lassen, ey. Was liebig, ja. So. Das ist die Frage. Wir können natürlich jetzt erstmal ein bisschen was aufräumen, ne? Also. Ja. Dieses Zeichen haben wir jetzt schon. Ja, okay. Ich drück jetzt dahin. Und das hier noch? Komm, nehmen wir den. Bringen die Macht, Hinrichtung, Verzehrung, mächtiger Schuss und Elbenlüsten. Ja. Okay. Hier meine Info. Was ist das da für einer? Aber den würde ich ganz gerne. Unbeholfen, entflammbar, Bestienfutter. Ruhig durch Karagor, benommen durch Schleichen, okay. Danke, Info. Ich glaube, mal ein bisschen über das Dach hier. Zack. Sehen, wie leicht du zerbrichst. Was war das? Die Bleichhautjagd ist eröffnet. Männer, Gondor! Ja, das sind halt noch echt leichte Typen hier. Das ist ja kein stärkerer. Wo ich auch schon gesessen habe und mir gedacht habe, oh, was da. Ich hätte jetzt ganz gern das Ding hier. Numerion-Schwert. So, weil ich das jetzt mittlerweile schon so schnell mache. Man sieht, jedes Schwert sieht wirklich anders aus, ja, also. Haben sich echt viel Mühe drin gegeben. Schon bald wird die große Schlange kommen und die Welt verschlingen. Aber erst muss sie von Menschenpack gesäubert sein. Nur dann ist sie ihres Schlundes würdig. Stirb, stirb, mach Platz für das große Verschlingen. Nö. Diese Kommunikation immer weg. Nein, ich will deine Unterlegenheit noch etwas auskosten. Ich hebe mir den Todesstoß noch etwas auf. Hört dich hole ich mir noch das Profitier. Da ist er! Alter. So, jetzt kommen halt Quicktime-Events. Wenn man umgefallen ist. Ich will doch bloß weg hier, Leute. Lasst mich doch mal. Danke. Sehr schön.
keinen Bock, mich da mit den ganzen Typen auseinanderzusetzen. Messer. Takra. Das Takra. Macht den Takra da gerade. Ne, Nico gerade. Das halb in die Richtung gezielt und das wart. Oh. Mal ein paar Pfeile, danke. Zack. Zack, zack. So. Vampiren? Ne. Okay, das konnte man sogar gut verstehen. Also der Typ ist echt geil. Ja. So, natürlich. Aber man sieht wenigstens, dass das ein Spiel ist, wo man auch auf taktische Vorteile setzen muss. Also. Hast du das gehört? Und so macht man halt sein Leben momentan wieder voll. Ernsthaft. Ah, keine Bogenschützen, die auf mich schießen. Und tschüss. Ne, ne, hier läuft keiner, alle Dude. Natürlich. Die Frage nicht. Führe dein Ziel auf. Was dieser Ork auch plant, mit uns hat er nicht gerechnet. Satra. Na, diesmal mache ich mir vorher einen Plan, bevor ich darin springe. Ich will köstliches Menschenfleisch!
Ah, geil. Gleich drei. Hast du sonst nix? Das ist das Ding da, aber. Beim Wort, ja? Hab ich dich nicht gerade erst gewartet? Würde man mal eins? Da waren noch zwei andere, ne? Den hier zum Beispiel. Du versprichst mir Linderung, ein Balsam für mein Leiden. Was ich sagen will, ich bin der Verseuchte und du die Heilung. Ich schlitz dir die Kehle auf und reiß dir die Lunge raus. Geht doch, warum nicht alle so kurz hier? Aua. Alter. Demütigung. Sack hier in hier. Ups. Zack. So. Mal Play 3. Eine Sache, zweite Sache. Und Nummer 2. Okay, nehmen alle zurück. Die sind im Anfangsstadium doch noch nicht so ganz ohne, aber trotzdem kann ich bloß sagen, die sind im zweiten Ende. Also im zweiten Akt sind die bedeutend stärker. Muss man einfach so sagen. Muss ich auch drauf an, was du für Ausrüstung hast, ne? Eine Patrouille. Und sie weiß nicht, dass sie nicht allein ist. Ja, eine Verbesserung haben Verbesserung. Nehmen wir erstmal das hier. Damit wir auch Lagerfeuer explodieren lassen können, sozusagen.
den Waldläufer! Ich muss schon wieder. Warum habe ich so viel Grog getrunken? Stimmt, das ist ein guter Grund. Laufen die auch weiter oder laufen die jetzt hier bloß im Torbogen rum? Was hat denn der? Manische Angst vor Fliegen und ist entflammbar. Na dann. Wirkt nicht so auf deiner Seite, wa? Es wäre nett, wenn du Schnee machen würdest. Mein Feberkampf wäre sieben tun, Mann. Alter. Bitte. Oh, neuer Umhang. Ach, das war ja gerade zum Kotzen, dieses Stammel da. Zu den Lippen oder was? Lass mir in Ruhe. Oh. Ja, Alter, haben wir doch gerade angelegt, mein Freund. Ja, hier, Bundesrepublik, setze drei Schleichaufzehrungen gegen einen Feind ein. Ja. Nochmal rülpsen oder nicht? Okay. Komm auf ein neues. Immer nicht. Ah, jetzt. Ich töte schon seit Jahren Orks. Ist eine Menge Orkblut. Viel schwarzes Blut ist über diese Klinge geronnen. Darum heißt sie Schwarze Klinge. Oh. Deine Lache wird wie Dunkelheit verschlingt. Ich traf vielleicht den. Hast du durchgerungen, Hilfe? Das hast du nicht kommen sehen. Geht dein Lebenswille nach meine dunklen Kräfte. Mal jemand langsam mal. Wieso machen die alle Demütigung? Natürlich ist es demütigend, aber es nervt bloß. Den als nächstes.
Diese Kack-Demütigung, ey. Muss man nochmal gegen den Pisser kämpfen. Wo liegt denn fast hat er eigentlich, ja? Der Ork will verfolgt werden. Gewähren wir ihm die Jagd. Mann, dich doch! Dann zeige ich dir deine Eingeweide. Hast du schon mal einen Speer dein rosa Fleisch durchschneiden sehen, wie er deine Organe zerreißt? Heute wirst du's. Was anderes zu tun, Moment. Der ist hinten an. Störung wirst du büßen! Ja, du hast doch hier rumspielen wollen. Oh, den wollte ich gar nicht hinrichten. Noch mal. Nee, 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 nee. Oh. Nicht. Ah, oh, gut. Danke. Alter. Den Typen erstmal. Jetzt haben wir den Rest vor uns. Kacke. Aber wenigstens ein gelbes Schwert. Was haben wir hier? Das ist ein Numerior-Schwert. Ein Numenora-Schwert. Okay. Müssen wir den letzten Typen hier ohne wegmachen? Den da. Vielleicht nicht ganz so clever.
auch wieder voll Leben. Sehr nice. Ja, das war's auch schon wieder für die Folge. Also einfach bloß ein paar Hauptmänner jetzt quasi weggenommen. So viel ihr macht, wie es geht, ne? Also. Und dann nächste Runde, also nächste Folge geht's da oben wieder hin, würde ich sagen. Richtung Story. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, wie gesagt, lasst ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Tüdüdü!